aus. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pineview Drive mit dem Baume und der Schubladentrollen. Prost! Ich brauche einen Schluck. Ja, wirklich, Prost. Ich brauche so trinken Bier hier. Ah. Wenn ihr das komisch findet, dass hier einer ein Spiel spielt und im Hintergrund wer völlig anderes quatscht, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Person, die im Hintergrund quatscht und macht mal beides gleichzeitig an. Ich glaube, das haben sie mittlerweile verstanden. Das ist jetzt Part, keine Ahnung, 18, Tag 18, 17. Wo müssen wir hin? Oh, ja, gute Frage. Auch bei mir ruckelt's immer groß. Und warum haben wir immer keine Schlüssel? Ich bin das nicht gewohnt. Ich finde das schlimm, dass wir ohne Schlüssel starten, ja. Sag mal, hat sich das Bild verändert? Sah der schon immer so kaputt aus? Ey. Ach so, nee, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid, tut mir leid. Guck erstmal, ob der Clown noch da ist. Ich finde, das ist immer das Wichtigste. Was hat er denn eigentlich in der letzten Notiz gesagt? Ja, das ist schon irgendwie mittlerweile ein bisschen komisch hier im Haus, so, ja, dass da Dinge geschehen. Langsam beunruhigt es mich nach 2 Wochen dann auch mal. Oh, Fake Arnold, vielen Dank, dass du mich mit... Oh, Fake Arnold, du hast meine liebe Ansagefrau durcheinander gebracht, die den Text vorliest. Danke für die noble Spendabulierung. Hör ich hier so ein sonores Brummen, denk mir so, oh Gott, jetzt geht alles apeshit, ist das wieder nur irgendwas auf der Straße, Alter. Das könnt ihr doch nicht machen. Okay, da geht's nicht drauf. Ach, okay, hier war der neue Bereich. Ich gehe jetzt auch erstmal in den neuen Bereich. Die Tür ist verschlossen. Es ist so schlimm, wenn du so ein Part ohne Schlüssel startest. Ja, bisher sind wir immer ohne Schlüssel gestartet, kann das? Nee, am Anfang halt eben nicht. Da haben wir in dem letzten Raum meistens einen Schlüssel gefunden, mit dem wir am nächsten Tag starten konnten. Hm. Vor allen Dingen, was soll ich denn hier machen? Ich weiß doch, dass hier alle Türen dicht sind. Boah, ey, das ist so verwirrend. Boah, ey, mein... Ich will übrigens echt überhaupt gar nicht mehr raus. Also ich weiß nicht, warum du das mit diesen Fledermaus-Gargoyle-Dingern da so eiskalt weggesteckt hast. Ich hab einfach mittlerweile so einen Tunnelblick. Ich sehe halt nur noch, okay, ist hier irgendwie Schlüssel. Leuchtet irgendwas rot, kann ich irgendwas benutzen. Ich will das. Meine Psyche stößt die Atmosphäre dieses Spiels einfach ab. Du hast da einen verdammt guten Schutzreflex, also. Hm. Am Anfang warst du. Ich glaube, du hast vom Anfang einfach so einen Overload gekriegt. Was war denn das gerade für ein Schatten? Okay, boah, ey, die Schatten sind so unnatürlich. Im Bad hatten wir das letzte gefunden, nicht? Genau, da war ich nämlich auch gerade. So, nichts passiert. Wie viele Uhren haben die denn? Muss man denn an jeder Zimmerecke wissen, wie spät es ist? Ja, wir irren jetzt einfach wieder und so lange durchs Haus, bis er uns sagt, wo wir hingehen müssen, ne? Soll ich das für euch auf Twitch beziehungsweise in der Aufnahme ein bisschen heller machen? Weil ich habe gerade das Gefühl, ich sehe mehr als ihr. Das liegt doch daran, dass die Monitore unterschiedlich eingestellt sind. Weißt du, das kommt jetzt nach der Hälfte des Spiels, kommt das sehr zeitig, die Frage. Aber ich dachte mir, dann kann ich mal aus dem Spiel raustappen und was anderes machen, bis der Baum die Lösung findet. Irgendwas. Was stimmt mit der Uhr nicht? Der Stream ruckelt leicht. Genau gesehen. Hat sich's bei mir jetzt wieder eingefangen? Bei der Uhr? Welche Uhr? Was für eine Uhr? Och. Oh, wie viele Türen hier noch verschlossen sind, das ist so unglaublich. Da knirscht wieder irgendwas. Ich will nicht raus. Mein Spiel ist... Warum minimiert sich das? Ist abgest... Nein, es hat sich nur minimiert. Ich weiß nicht, wieso. Nein! Oh nein! Oh nein! soll ich es dir verraten? Soll ich sagen? Was denn? Kennst du das Buch? Er ist wieder da? Ja. Kennst? Ja? Wir haben gerade das Gegenteil. Ach nö. Er ist wieder weg. Und liegt da wieder ein Schlüssel? Muss ich hin? Er ist undankbar. Weiß ich nicht, ob du da hin musst. Also bei mir ist er weg. Einfach nur weg. Huh. Ach so, das war wieder der Bug mit dem Baum hier. Tja, dann gehe ich ihn mal suchen, ne? Wo bin ich denn jetzt schon? Kann ja nur sein. Ich will den Clown nicht suchen. Ich bin oben drüber. Kleiner, haariger Bastard. Klick, klack, Taschenlampe nachgeladen.
Hallo? Ich mag das mittlerweile hallo? Einfach viel lieber, wenn es dunkel ist, weil dann sieht man die Dinge nicht so, die passieren. Ich habe Hummeltitten auf dem Rücken, schalala. Ja, moin, er ist halt weg, ne? Klar. Ja, also, ich suche ihn gerade, weil mir fällt nichts Besseres ein. Also, already, weil du schreibst, bei mir das Spiel läuft gerade wieder ruckelfrei. Das hat am Anfang beim Reintappen immer so ein bisschen Probleme. Aber ich merke, dass mein Upload gerade ein bisschen hängt. Und da kann ich leider nicht viel dran machen. Das kann sein, dass Kabel Deutschland einfach gerade wieder ein bisschen Hänger drin hat. Es ist Primetime, viele Leute gehen jetzt hier in der Straße ins Internet. Oh Gott, ich gehe nicht raus. Ja, und ich habe leider nicht so den tollen Provider, darum geht das nicht an. Warum kommt hier Spooky-Musik, wenn gar nichts passiert ist? Keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwas, wir kriegen das nur nicht mit. Aber jetzt rutschen wir wieder durch dieselben Scheißgänge. Öffne dieselben Scheißtüren. Guck mir dieselben Scheißmöbel an und nichts passiert. So, ich mach nochmal die Spieluhr an. So, ich gehe jetzt nochmal nach ganz oben. Alter, wo war denn nur diese Abstellkammer? Der wird doch bestimmt dann irgendwann wieder sagen, ich höre da ein paar Kinder auf dem Dachboden. Ja, soll er doch mal machen. Ich laufe hier halt wirklich immer die gleichen Wege lang. Was einen Vorteil hat, dass ich mich dann vielleicht mal irgendwann hier auskenne. Genau jetzt hat er es gerade bei mir gesagt. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Kinderzimmer. Jetzt sagt das bei mir auch. Wo ist denn das Kinderzimmer gleich? Das war, boah, wenn du das alte ganz oben nimmst, sozusagen. Das war, boah. Wo du über den Quergang rüber gehst, so oben, da, wo dann erst das zweite gemütliche Wohnzimmer kommt. Ja, Knarz, weißt du noch? Knarz. Ich glaube, dass hier das Kinderzimmer war. Ach nee, wir hatten noch ein anderes Kinderzimmer gefunden. Scheiße, stimmt. Also war das... Ich wette, da sitzt der Klapp. Oh. Oh, sag das doch nicht. Alter, Moment mal, ich muss mich mal kurz ein bisschen im Kreis drehen, damit meine Maus nicht dauernd... Okay, woher bin ich? Wo bin ich jetzt hergekommen? Scheiße. Wenn das mit der Maus so komisch ist bei dir, dann musst du mal kurz ins Optionenmenü gehen, irgendwas rumklicken und dann wieder weg. Dann geht da ging's bei mir dann wieder. Ich versuche gerade das Zimmer zu finden. Aber das war doch nicht da, wo wir die ganzen... Oh Gott, wo war das? Ja, ich überlege auch gerade. Oh, das war nicht in dem neuen Bereich, sag ich mal. Nee, aber es war doch irgendwie da in dem Eck. Sondern das war... Wenn du in dem hinteren Eck nach oben gehst... Warte mal, was war denn das? Das Zimmer über dem Clown, ja? Da, wo das Bad ist. Da ging rechts doch so eine Treppe hoch. Ja, hab's gefunden. Also neben dem Schachtzimmer. Die Treppe hoch und dann, glaube ich, gleich nochmal hoch. Ey, und die Musik wird immer schlimmer hier. Hier drin war das nicht. Aber... Da kommst du oben, glaube ich, in einen ganz langen Gang. Da gibt's... Ich hab's Kinderzimmer gefunden. Gott. Ganz nach oben? Warum? Ja, ne? Oh weh, da sitzt der Clown im Bett. Nein, nein, tut er nicht. Oh Gott. Das da ist nicht das Kinderzimmer. Ach. Der sitzt da nicht. Nein, nein. Es versucht dich zwar zu gruseln, das Zimmer, aber oh Gott. Aber es ist nicht der Clown. Boah, also echt, mit sowas komme ich klar. Damit komme ich gerade so noch klar. Kommt denn das jetzt? Weißt du was? Ich glaube, der Clown hilft uns tatsächlich gerade. Indem wir immer an den Clown denken, freuen wir uns voll. Freuen wir uns voll, wenn was nicht so Schlimmes passiert. Hey, wir haben den Schlüssel. Was können wir da machen? Hier oben hatten wir alles offen. Oh Gott, ich muss die Annotations Laser machen. Wer ist das da? Cat Van Mad Hat? Mad Hat? Der Mad Hatter? Der Mad Hatter followed mich. Ich fühle mich geehrt.
Ich könnte übrigens einen neuen Head gebrauchen, der hier ist mittlerweile durchgeschwitzt. Ich check hier oben jetzt nochmal alle Zimmer ab, aber ich glaube, hier oben hatten wir wirklich alles schon offen. Ich glaube, da, ja. Das hat man schon. Ja. Das hat man auch schon. Ich laufe hier einfach im Dunkeln lang. Who the fuck cares? Who the fuck? Hier waren wir What auch the fuck? Schon. What the fuck? Hier ging's What the fuck? Dann da durch. Was war hier? Hä, sag mal, wo ging's denn hier lang? Sag das mal, okay. Uhrenzimmer. Das Hurenzimmer. Du bist ja lustig. Ja, ne? Hab ich mit Slick geschissen. Alles knarzt. So, neuer Bereich. Oh ja, Slick schießen. Scheiße. Ich gehe auch in den neuen Bereich. Also, beziehungsweise Mitte. Ich gehe mal ganz nach oben. Sag mal, stand hier mal nicht eine Stadt. Ne, hier stand immer eine Kanne. Gut. Die lässt den Kopf hängen. Was du ja alles merkst. Nö. Die hatten wir schon. Hier vielleicht? Nö. Verschlüsselt. Oben geht auch nix. Was? Oben geht nix? Oben geht nix. Vollständigkeit. Muss ich noch ein bisschen im Kreis drehen. Entschuldigung. Sieht man ja eh nicht, ist ja eh alles dunkel. Scheiße. Also ganz oben ist nix. Oh. Mitte habe ich auch alles getestet. Da fällt auch nichts mehr. Wir hatten noch ein Zimmer im Erdgeschoss, wenn du Richtung Wohnzimmer gehst, auf der rechten Seite. Wohnzimmer? So, wie komme ich denn jetzt hier? Ja, na da, wo die Miets mal stand, wo das Piano steht und so. Alter, hier du musst sind quasi halt... runter durchs Fernsehzimmer. Hä, wann habe ich denn die Batterie nachgeladen? Na, egal. Au. Oh. Hab's gefunden. Ja, in der Tat. Weiß nicht genau, wo es ist. Was? Wo ist der verdammte Clown hin? Das, du hast gefunden, weiß nicht genau, wo es ist. Wo kommst du denn her? Alter, ist das ekel. Oh Gott. Oh nee. Ist der, oh, nee. Ist es eklig? Oh, wieso ist es eklig? Warum ist hier Licht an? Wann habe ich denn mal hier Licht angemacht? Nee, hier ist immer noch zu. Wo zur Hölle bist du denn? Wenn ich das wüsste, Mann. Jetzt machst du mich total fertig. Ich habe einfach Türen ausprobiert. Das ist gegenüber von wo was zerrissen ist. Warte mal. Wenn man. Oh, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Wenn man aus dem Fernsehzimmer kommt, ist da ja das mit der Couch. Und dann gehst du in den Gang und direkt die nächste Tür, wenn du nach links gehst, ist es. Ich hab's. Super, danke. Okay. Wow, wirklich? Ich hab ihn gefunden. Ja, okay, alles klar. Darf ich mal hupen? Was? Ihn gefunden? Downey. Ja, er sitzt auf dem Kühlschrank. Nee, ne? Jetzt. Der sitzt aber da jetzt nicht. Jetzt hat er aber gerade wirklich... Bei dir nicht? Oh Gott. Der dreht bei mir ständig den Kopf hin und her, der Sack. Saß der auf dem Kühlschrank? Hast du den Kühlschrank aufgemacht? Nein, noch nicht. Mach mal den Kühlschrank auf. Ja. Sitzt ist er jetzt offen. Da noch? Ich habe gerade Schritte gehört. Er sitzt da immer noch, ja. Okay, bei mir war er bei mir nicht da. Und er dreht ständig den Kopf hin und her, sodass er mich nie anschaut. Er ist nämlich schüchtern. Bei mir ist er hier gar nicht. Oh Mann. Oh, ich hab die Können wir jetzt bitte gefunden. Die Seite nehmen? Ja. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Oh ich nein. Nachgesehen. Draußen war alles ruhig. Draußen war alles ruhig, ey. Der kriegt so ein Bierzlepp, der Kunde. Tag 18. Tag 18. Noch 3 Tage, dann sind wir durch für heute. Oh. Jetzt sitzt da bei dir einfach der Clown auf dem Kühlschrank. Ich hab, als ich das geöffnet habe, habe ich noch so gedacht, so, oh, das klingt ja wie so ein Clownsnasenquietschen. Oh. Er war auch nicht bei dir, Trollend, ja. Das ist nur bei Baum. Weil du ihn die ganze Baum, Zeit, ja. Weil du ihn die ganze okay. Zeit mobst. Weil ich ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenke. Ein bisschen liebkosen, knuddeln, hupen. So, was ist da? Ja. Jetzt will er nichts mehr mit dir zu tun haben, jetzt ist er weggerannt. Mhm.
Mal hoffen, dass er nicht einen spontanen Knuddelanfall kriegt ich bei dir. Ich habe kein Problem damit, wenn er nicht bei mir auftaucht. Das ist total in Ordnung. Ah. Du hast nur ein Problem, wenn er dann auftaucht. Tag 18, wie viele Tage hat das Spiel? 30. Oh. 30, wundervolle Tage. Ich habe das schon weiter gemacht, als ich dachte. Ich dachte, ich sterbe spätestens bei Tag 13. Ja, 11. Jeder Tag lässt einen nur ein kleines bisschen leiden. Ja. Finde ich gut. Das Leid, das addiert sich mehr so. Mhm. Deshalb gibt es jetzt eine kleine Verschwurbelungspause für alle Anwesenden und die YouTuber dürfen jetzt getrost schon mal die nächste Folge anmachen. Ciao, ciao. Wir singen.